Einerseits die Frage also des bewussten Bewusstwerdens, des eigenen Bewusstseins und der damit aufklaffenden Erkenntnis des Existierens und damit des aufklaffenden Erkennens des Wiederverschwindens, des Undenkbaren und vor allem das Wissen, nicht zu wissen, was das sei, ein Existieren und wohin und wozu und vor allem genau zu wissen, dass man nie wissen wird, warum, wenn schon existieren, diese Aphanesis, dieses Wiederverschwinden notwendig ist. Also all die Herangehensweisen, die wir ausführlich beschrieben haben, als die Grundfragen der Existenz, warum da überhaupt etwas ist, geworden ist und was das ist, und nicht viel mehr besser nichts geblieben wäre. Laut Parmenides. Oder aber dieses Aufklaffen des Erlebnisses des Existierens und des Tödlichen zugleich mit geschärften Sinnen. Das ist ja wirklich alles da. Mit so geschärften Sinnen, als ob das Licht in einem Raum ausginge und man sich vorsichtig tastend mit allen Sinnen vorwärts zu bewegen versucht, alles Neue sich vergegenwärtigend, dieses ja wirklich da Existierenden. Und zwar nur, um praktisch Spiegelung des Schönen sich vergegenwärtigen zu machen, des Schönen, sprich die Frage, die man an sich selbst zu stellen hat, was ist es, welches Wissen, welcher Umstand, welcher Zufall, dass einen das genauso überleben hat lassen, übrig bleiben hat lassen, so wie diese Phanerogamen hier, nicht zu viel Wind, nicht zu wenig Wind, nicht zu viel Wasser, nicht zu wenig Wasser, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig Sonne und so weiter. Im Konkurrenzkampf den richtigen Ort, den richtigen Platz, das richtige Biotop für das zyklische Wachsen, die Blüte ausfalten, die Samen zu bilden, besteigen, bestäuben zu lassen und dann wieder zu verrotten und den nächsten Zyklus einzuläuten. Vergegenwärtigung also dieses Schönen als das Prinzip immer dessen, was als letztes den richtigen Boden, den richtigen Platz, den richtigen Zufall, die richtige Widerstandsfähigkeit im Vergleichs Ringen mit allen anderen, die auch als Licht wollen, gefunden hat. Indem das also auf dieses Wissen verweist, dass man nicht wissen kann, wenn es andere wissen. Ein Brotleib, den ein Mensch zu einem Golem formt oder zu einem Menschen,
zu einem Frankenstein, das muss ein Gott sein. Und also dieser Körper, der, wenn er dem Brotleib sich einverleibt, es umzuwandeln vermag durch ein anderes Wissen in diesen sich ausbildenden, ausfällenden Leib, so wie alle diese Organismen, die sich in diesem dann sich selbst erkennen machenden Prozess darstellen als solche Wunderwesen, eben Organismen, die zwar noch nicht Mineralien, anorganische Materialien zu assimilieren wissen, bis auf ein paar Archebakterien, Schwefel, Wasserstoff vielleicht oder irgendwelche Schleimpilze oder andere Protozoen als Steinbeißer, aber eben auf Kosten anderer Organismen, auf Kosten anderer biologischen Moleküle, auf Kosten anderen Futters, Vegetabilen oder Karnivorens, das göttliche Wissen haben, sich über Wasser zu halten, am Leben zu bleiben und am Urgrund diejenigen Organismen, die aus Licht, aus der Sonne, aus der Photosynthese die ersten Nahrungsstoffe, Kohlenhydrate zu produzieren vermögen, dessen Ausscheidungsstoff Kohlendioxid mit Oxygen, Phlogist und Sauerstoff dann wir wieder inhalieren und verbrennen und unser Ausscheidungsprodukt, das Kohlendioxid, dann wieder den Sauerstoff für die Pflanzen darstellt, den Ausgangspunkt für die Nahrungserzeugung. Dieser kontinuierliche Überlebensabhängigkeitskreislauf aller Wesen in wechselseitigen Assimilationen, Vertilgungen, Ausscheidungen und Wiederverwendungen. Also dieses bewusste Bewusstsein vielleicht als Eureka-Moment der Schönheit, sprich dieses zirkulären Prozesses, das unbedingt irgendwie am Leben bleiben wollen, aller Organismen. Und der Rest des Universums, der übrig bleibt, sich dann als jenes enigmatischste und erfolgreichste und funktionsangepassteste und schönste, kooperativste und funktional hochgerüstete und optimal dominanteste, eben epiphanieren macht. In diesen zitternden Vibrationen, die Stringschwingungen, die das ganze Universum durchflechten, in ihren zitternden Errötungen und vibratorischen Erregungen widerspiegeln. Knospen, der Zärtlichkeit und des Wartens auf das, auf den Moment des Erkorenwerdens von der Biene, die den Nektar schlägt und am Ende den Ziegenbock oder
der Kuh des Heraklits, die glücklich ist, wenn sie Wicken findet. Heute den ganzen langen Tag die Schleife gemacht, von der morgendlichen autochton-artistischen Rückkehr in den Reparationsuterus. Und dann wieder die Frage, wozu diese Quellenergie für die Iltisse, die übergroße Sensation und Vibration und Lust, die nicht ertragen werden kann und immer den Umkippmoment vom Existenzialen ins unerträgliche Reale des Tödlichen affiziert, aber gleichzeitig die einzige Chance der Realität unter die Röcke zu schauen darstellt, bis dann am Ende aus diesem Beschleunigungsmoment, die alles eng führt auf die Trittveränderungsimperative, die Möglichkeit sich eröffnet, dass es hier um die Selbstbespiegelung dieses anderen einzig eingeführten geht, nämlich des Schönen, nämlich als das Prinzip des Sichtbarmachen, des Zypern, des Wissens über die Jahrmilliarden, wie sich das bis heute entwickelt und erhalten hatte können und immer ausgefeilteren Differenzierungen, Sensationen. So, jetzt wird's laut.